Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und mein zweiter Teil ist gekommen bei mir von der Club-Abo-Bestellung und das möchte ich mit euch wieder teilen, weil bei dem ersten Teil war ja nicht alles da und jetzt mache ich den zweiten Teil. Und zwar, ich habe einmal den Aladdin. Natürlich wie immer tolle Wachsfarbe. Also da ist mit drin, ich habe es auch aufgeschrieben, süße Blaubeere, Himbeere, Duft habe ich jetzt draufgeschrieben. Also das sind wirklich süße Beerenduft, gefällt mir sehr. Der ist jetzt auch in mein Abo drin. So, dann habe ich Totale Mini von der Disney Kollektion. Auch eine sehr schöne Wachsfarbe, finde ich. Genau. Und der riecht nach Rose, Melone, Hibiskusblüten und saftigen Apfel, habe ich drauf geschrieben. Der riecht auch so süß. Gefällt mir auch sehr. Dann habe ich Lune Tunes. Und so ein Orangeton ist der. Und da habe ich geschrieben, Apfelsaft sind drinnen, rote Beeren und gezuckerte Kirschen. Also eine sehr schöne, fruchtige Mischung, gefällt mir auch sehr, ist auch leicht süß. Dann habe ich Mickey Mouse and Friends. Da steht drin Pfirsich, Orangenschale, Vanille, habe ich mir aufnotiert. Auch eine sehr schöne Wachsfarbe. Also haben sie echt gut getroffen. Und schön abgerundet mit der Vanille. Dann habe ich Oh Boy. Sehr schöne Wachsfarbe. Und da sind drinnen saftige Grapefrucht, Mandarine und gezuckerte Vanille. Eine sehr schöne abgerundete Grapefrucht und ja, da riecht man auch wirklich das Grapefrucht raus. Auch ein sehr schöner Duft. Das habe ich auch in meinem Abo drin. 100 Award oder 100 Award von Winnie Pooh. Ist für mich ein sehr schöner holziger Duft. Gefällt mir auch sehr. Dann habe ich hier Fairless bei Natur oder on Natur? Bei Natur. Auch eine sehr schöne Wachsfarbe, finde ich. Der soll nach Wald, Wildblumen und Salbei riechen. Das trifft auch wirklich zu. Also kalt gerochen riecht man Salbei schon raus und den Wald. Also den Wildblumen rieche ich jetzt kalt nicht so raus, aber werde ich gerne auch natürlich warm berichten. Dann habe ich noch den Muppets drin in meinem Club. Da ist der Melone, Kirschbeere, Orange, Vanille drin. Auch eine sehr schöne Wachsfarbe. Auch ein sehr schöner Fruchtduft, was mir auch sehr gefällt. Dann habe ich Hack in a Mack. Farbe eigentlich passend. Das ist so schöne, also wie soll ich es beschreiben? Leicht karamellige Schokolade
Also die Düfte, zum Beispiel Vanille Bean Buttercream oder ja, und diesen Duft habe ich zum Mischen sehr gern. Beide habe ich im Club drin. Pink Sugar. Der riecht zuckrig süß. Gefällt mir auch sehr. Dann als zuletzt Blackberry Sandalwood. Da riecht man wirklich die Beeren raus, auch den Sandelholz. Finde ich auch sehr schön. Den habe ich dann auch in meinem Club drin. So, das war dann meine Clubbestellung Teil 2 und somit ist das jetzt vollständig. Den kriege ich dann alle 2 Monate oder 3. Entweder 2 oder 3, weiß ich nicht. Muss ich nochmal reinschauen. Aber ich denke sogar 3. Naja, okay. Dann geht es bei mir hier weiter. Mein Hurricane. American Heritage nennt man das. Haul nochmal mit euch durch. Habe ich auch die Woche neu geholt. So, dann habe ich zweimal hier den Mystic Sense. Sehr schöne, maskuline Duft. Dann habe ich zweimal von Kringelkernel den Kringel geholt, den Daylight. Auch eine sehr schöne. Der geht für mich auch in die leicht süßliche maskuline Duft, gefällt mir auch sehr. Dann habe ich mir dreimal geholt White Woods. Ja, da ist auch Pfefferminznote drin. Pfefferminz und holzige Noten sind drin. Auch sehr schöner Winterduft. Dann habe ich dreimal Comfy Sweater geholt. Der riecht wirklich. Also so ein schöner, parfümiger Kuschelduft, sage ich mal. Habe ich dreimal geholt, also gefällt mir sehr, sehr, sehr. Dann habe ich Snowflakes Glistening geholt von Country Candle. Auch ein sehr schöner Winterduft. Parfümig, frisch, sehr schön. Dann habe ich hier nochmal Mystic Scents. Habe ich den dreimal. Dann habe ich hier Ägypten Cotton. Auch ein schöner Cottonduft. Dann habe ich hier Apple Basil, ein sehr schöner Apfelduft. Dann habe ich Fresh Lilac. Ein sehr schöner Frühlingsduft, finde ich. Dann allzu letzt habe ich den Aqua von Kringle Candle. Schöner aquatischer Duft, so wie der Name es auch schon sagt. Das waren dann auch meine American Heritage Haul. Und bei mir geht es dann auch weiter mit meiner Kerzensammlung Herbst und Winter. Dann fange ich auch schon mit meiner Kerzensammlung an. Da fange ich mit der Marke DW Home und Scent & Fog an. Einmal den Warm Apple Cider.
sehr schöne Apple Cider Duft. Maple Cinnamon Latte. Also ich rieche hier einen sehr tollen Latte Duft. Dann haben wir hier Witch's Brew. Der riecht für mich, ob man jetzt an der Bäckerei eine heiße Schoko gebrüht wurde. So riecht der für mich. Vanille Latte. Der riecht für mich wirklich wie Latte Macchiato, der leicht nach Vanille duftet. Dann habe ich hier Toffee Karamell Latte. So schaut der Deckel aus, finde ich sehr, sehr schön. Der riecht wirklich auch nach, ich rieche den Toffifee jetzt kalt nicht raus, aber Karamell-Latte, den riecht man wirklich ganz toll raus. Sehr intensiv, die Düfte. Was ich euch hier nenne, sind wirklich alle sehr intensiv. Da habe ich dann die große Katze Spooky Spice, die Halloween-Katze, mit so schönen Kürbisse drauf und so Hexenbesen. Schöne laubige Apfelduft. Da habe ich hier Karamell Pumpkin, ein kleines Gläschen. Riecht für mich, also der Karamell ist dominanter. So, dann habe ich hier von Scent & Vogue White Pumpkin. So einen schönen Deckel. Eine sehr schöne Pumpkin-Duft. Ohne irgendwelche aufdringlichen Noten. Dann habe ich hier Apple Walnut. Walnuss, sage ich mal. Der riecht für mich kalt wie süße Äpfel. Dann habe ich nochmal von Scent & Vogue Pumpkin Coconut. Auch mit einem sehr süßen Deckel. Dieser Pumpkin Coconut, also der hat mir so gut gefallen, warm. So, habe ich hier so schön glänzend Spooky von DW Home. Ist auch eine süße Apfelnote. Dann haben wir hier so lila glänzend Magic. Ist für mich eine sehr schöne parfümige Duft. Gefällt mir sehr. Dann haben wir hier schwarz glänzend mit Glitzer Vampire. Das sind auch so Gewürze, eher so herbstliche Noten. Genau. Dann haben wir den Marshmallow Ghost von DW Home. So süßen Geister drauf. Brauche ich nicht riechen, der riecht wirklich sehr toll nach Marshmallow. Dann habe ich hier hinten, steht einfach Halloween drauf. Finde ich sehr schön nach Gewürzen. Der ist bei mir so ausgeholt. Ich habe die von DW Home Kerzen, sind ja so sehr weiche Wachs. Die hole ich immer raus und schmeiße ich dann in die Lampe rein. Aber ein sehr schöner herbstlicher Duft ist der. Den Donut Shop. Job habe ich gesagt, gell? Nee, der Donut Shop. Hm? So süßen Donuts drauf.
Riecht nach Donut für mich. Habe ich hier Spoon Sugar, auch eine Halloween-Kerze. Finde ich auch, also ein zuckriger Duft, gefällt mir auch sehr. Candy Corn, sieht man hier auf dem Deckel auch. Ist für mich wirklich ein zuckersüßer Duft. Ich habe den also wirklich nach diesen Zuckern oder Bonbons. Dann drehe ich einmal so den Deckel. Sugar School. Nimm es mir nicht übel, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche. Ein toller Deckel. Das ist der süße Pumpkin-Duft. Dann haben wir davon den rosanen Day of the Dead. Noch so mit einem Deckel. Der liegt in die Richtung, da habe ich sogar von dem so abgegossen in Geisterform, habe ich auch wieder reingelegt. Also sehr schöne, so bärige, so, es gibt ja so solche bärige Bonbons und genau nach dem riecht er für mich. Sehr schön gemacht ist diese Pumpkin Cheesecake Kerze mit so einem holzernen Deckel. Ich rieche kalt hier eine ganz schöne, angenehme Pumpkin Note. Den Cheesecake riecht man so kalt nicht raus. Dann habe ich hier hinten Sea Salt Pumpkin. Das ist eine süße Pumpkin-Duft. Dann haben wir mit so einem schönen Deckel Vanille Cinnamon. Das ist eine sehr schöne vanillige Zimtduft. Aber das ist überhaupt nicht stechend. So starke Zimtdüfte mag ich eigentlich gar nicht, aber der ist für mich ganz, ganz angenehm. Dann habe ich hier hinten nochmal so eine Riesenkerze. Das ist über 700 Gramm, Gravier Smash. Ist auch süßer, ja, süßer, zuckriger Duft für mich. Aber ich glaube, da ist ja leichter, ganz, ganz leichte Alkoholnote mit drin. Aber wirklich ganz leicht. Ist aber auch eine schöne Herbstduft für mich. Dann tue ich die auch mal so zurück. So, das waren meine DB Home und Scent & Folk Kerzen. Herbst und Winter. Und da gehe ich auch dann weiter zu meinen anderen Marken. So, und dann geht es auch weiter mit meiner Sammlung. Hier habe ich dann meine Goose Creek und auch Yankees mit drinnen. Hier habe ich einmal den Leather. Das ist auch ein Lederduft. Wie draufgebildet, pur nach Leder. Dann mein Halloween-Kerze von Goose Creek, Beautiful Creatures. Dann habe ich noch den Mighty Dragon, eine sehr schöne, rauchige, erdige, holzige Duft, das mag ich sehr. Dann habe ich hier oben Trick or Trade, auch ein sehr toller Halloween-Duft. Forbidden Elixir, mag ich auch sehr. Dann habe ich hier einmal Yankee, Pumpkin Cider. Dann habe ich hier Teakwood Melod, eine sehr schöne maskuline Duft.
Dann haben wir Breezy Pumpkin Party. Das ist eine sehr schöne, also ich rieche da kaum Pumpkin. Das ist für mich eine schöne parfümige Duft. Eine sehr tolle Mischung vom Goose Creek. Hier habe ich noch ein kleiner Yankee, einer von meinen liebsten Düften. Holiday Magic. Wenn ich, sobald ich den groß erwische, werde ich mir den auch holen. Dann geht es hier weiter. Winter Splendor. Auch ein sehr schöner Duft. Haben wir hier hinten noch einen Kuschelduft. Staying Home. Dann geht es hier vorne weiter. Pink Snowscape, auch eine sehr schöne, leicht parfümige Duft. Dann habe ich hier hinten noch Black Amber Plum, eine sehr schöne Amber-Zwetschgenduft. Ich liebe sie. Dann habe ich hier nochmal, Christmas Cookies, eine sehr schöne Keksduft. Vanillig, sehr vanillig, gefällt mir sehr. Crunchy Leaves von Goose Creek. Auch ein sehr schöner Duft, gefällt mir. Ein schöner Laubduft. Dann habe ich hier hinten Peppermint Mocha Milkshake. Eine sehr schöne Duft von letzten Jahr. Dann haben wir Candy Cane Kiss. Auch ein sehr, sehr toller Duft von Goose Creek. Autumnium, der Herbstduft. Eine mega tolle, waldige, laubige Duft. Oben habe ich einmal Acalma Quid Plus, auch eine sehr tolle Parfümduft. Hier habe ich eine Woodwick. Na, da schaue ich schnell mal, was das für eine Kerze ist. Na, bin gleich soweit. Hier steht's: Kerl, Kohl und Amber. Naja. Ihr nehmt es mir bestimmt nicht übel, wenn ich es nicht richtig ausspreche, ein paar Namen von den Kerzen. Amberduft gefällt mir immer und bei Woodwick ist eh immer schöne holzige Note mit drin. Ist sehr, sehr schön. So, geht's auch hier schon weiter. Dann habe ich einmal von Our Own Candle Company Christmas Candle. Das sind Hollyberry, Balsam, Winter Wonderland. Genau, drei Düfte untereinander, sind auch drei Farben. Finde ich auch sehr schön. Dann habe ich Unicorn Dreams. Eine sehr schöne, bärige, süße Duft, gefällt mir sehr. Dann habe ich hier Bergamot Mist. Eine sehr schöne, maskuline Duft. Dann habe ich hier einmal Calm and Cozy. Eine sehr schöne, kuschelige Duft, finde ich. Was ich auch genauso mag, ist Bedtime von Goose Creek. Dann habe ich hier hinten von Kringle Candle Cashmere and Cocoa. Was ich auch sehr mag. Im Winter mag ich ja wirklich kuschelige Düfte sehr. Dann habe ich von Yankee Home Inspiration Reihe, Luxurious Cashmere, auch ein Kaschmirduft, der ist zwar keine Ballermann, aber mir reicht's vom Duft her. Der hier, Cozy Up von Home Inspiration Reihe, der ist viel intensiver für meine Nase als der hier. Ist aber auch sehr schön, die sind aber nicht ähnlich vom Duft her, der ist leicht parfümiger. Dann haben wir hier Oak and Amber Intense, sehr schöne parfümige Duft für mich. Dann haben wir Crackling Woodfire von Yankee, auch ein sehr schöner, toller Duft. Dann habe ich von Goose Creek Apple Cider, schöner Apfelduft mit Zimt. Dann habe ich hier Happy Autumnium, auch ein sehr schöner Duft. Der duftet für mich nicht stark nach Pumpkin oder so, ein sehr schöner Herbstduft. Auch einer meiner Lieblinge ist der Bedtime Stories. Der riecht für mich fast so ähnlich wie Fireside, nicht diese Fireside.
Nee, jetzt fällt es mir nicht ein. Naja, macht ja nichts. Das ist wirklich so eine süße, rauchige Duft. So Toasted Marshmallow ähnlich. Dann habe ich hier Fresh Poinsettia. Die Katzen schauen immer so aus, weil ich immer, ich stelle sie unterm Warmer und wenn sie dann wirklich so einen Pool bilden, gieße ich sie mir dann in die Meltform rein und dann benutze ich sie dann als Melt. Dann allzuletzt habe ich auch von All Own Candle Company Feeling Leaves. Das war auch schon meine Herbst- und Winterkerzensammlung. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns bei einem nächsten Video nochmal. Tschüss!